Die Drama-Hochzeit von Jenny und Deniz. Die 3000-Punkt-Atz-Folge jetzt schon im Dreier sehen. Vielleicht habe ich nicht verdient, glücklich zu sein. Minus das bittere Fazit einer Braut, die Schreckliches erlebt hat. Bei ihrer letzten Hochzeit ist Jennys Ehemann von einem Turm gestürzt und gestorben. Nun bahnt sich ihr ähnliches Unheil an. Ein Albtraum, den Jenny kurz vor der Hochzeit hat, deutet es an, und schau dir die dramatische Hochzeit von Jenny und Deniz hier im Dreier an. Die Hochzeit von Jenny und Deniz beginnt wie im Märchen. Dabei beginnt alles ganz friedlich. Der Garten der Steinkamp-Villa wird für eine wahre Märchenhochzeit hergerichtet. Ein Altar wird aufgebaut, der Kampagner wird kaltgestellt, alles wird festlich mit Blumen geschmückt. Auch die Probleme, die kurz vor der Hochzeit auftauchen, sind kein größeres Drama. Ein letzter Zank in der Familie, Tumult wegen der Ringe sind nichts Besonderes, eher der ganz normale Wahnsinn vor einer Hochzeit. Und endet in einer Tragödie. Aber als die Hochzeit in vollem Gange ist, ändert sich das Szenario. Etwas Schreckliches geschieht. In einem Moment stoßen die Gäste noch fröhlich auf das Brautpaar an, im nächsten Moment erstarren sie zur Salzsäule. Und dann ist da die Braut, die weinend zusammenbricht, und das ganze Drama beginnt mit den Worten: Rothmann ist aus dem Gefängnis geflohen. Und